Einen wunderschönen guten Morgen, meine Damen und Herren. Ja, und erstmal wünsche ich euch natürlich ein frohes neues Jahr. Ich hoffe, ihr habt Weihnachten schön verbracht, ihr habt euch reich beschenken lassen und ich hoffe, ihr hattet einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und ja, es geht wieder los. 2016, ja, auch jetzt geben wir natürlich wieder Gas, beziehungsweise ich gebe wieder Gas, ja, mit neuen Videos. Und ja, heute geht's schon direkt los. Wir fahren nämlich, beziehungsweise ich fahre mit euch natürlich zusammen, nach Düsseldorf. Und zwar haben sich viele von euch gewünscht, das Meilenwerk, beziehungsweise die Klassik Remis oder Remise, je nachdem, ja, wie ihr es auch aussprechen wollt. Und da fahre ich jetzt heute mal für euch hin. Wir werden mal sehen, was es so gibt. Ja, ich hoffe, ihr seid nicht ganz so kritisch, weil eigentlich sind so klassische Autos und Oldtimer nicht ganz so mein Ding. Aber gut, wir werden mal sehen. Ich weiß ja, es gibt dort auch ein paar moderne Autos. Auf jeden Fall mache ich mich jetzt auf den Weg und wir sehen uns gleich da. Übrigens, Leute, ne, der wird jetzt gleich ganz spannend, denn ich zeige euch mal eben. Wir werden auf dieser Fahrt den Kilometerstand von 120.000 Kilometer durchbrechen. Ja, ist nicht mehr lang. Und ja, so ist das, ne, Freunde. 120.000, aber gut, für Mercedes ist das ja nicht viel. Gut, egal, es geht los, Freunde. Bis gleich. So, Freunde, wir sind jetzt angekommen und ich befinde mich jetzt hier in der oberen Etage. Es gibt hier zwei Etagen, werde ich euch jetzt auch sofort mal zeigen. So sieht das Ganze hier aus. Wir befinden uns jetzt, wie gesagt, in der oberen Etage. In der unteren Etage, wie ihr vielleicht schon von hier aus sehen könnt, sind mehrere Geschäfte und Werkstätten für klassische Autos. Und ich würde sagen, wir fangen direkt hier vorne einfach mal an. Das ist hier der Eingangsbereich. Ja, wir haben natürlich noch ein bisschen weihnachtlich auch. Und geht ein bisschen unter. Hier drüben, ich weiß nicht, ob ihr es gut erkennen könnt, haben wir einen Lamborghini Miura. So, und dann fangen wir mal direkt hier vorne an. Also, dann haben wir hier schon mal einen roten Lamborghini Espada. Bisschen zugestaubt. Dann, wie versprochen, natürlich auch ein paar modernere Sportwagen. Haben wir hier einmal einen silbernen Ford GT40 und einen schwarzen Lamborghini Gallardo Spider. Ihr seht schon, manche Boxen sind hier auch frei, ne? Also, wenn ihr Interesse habt, könnt ihr auch euer klassisches Fahrzeug hier reinstellen. Gut, dann haben wir hier noch einen mattschwarzen Ferrari FF. Ist jetzt nicht so mein Ding, wenn ich ehrlich bin, aber gut. So, und es ist hier so, ihr seht es schon, hier stehen auch immer sehr viele Autos hier im Gang. Ja, einmal komplett rum. Auch hier links und rechts immer schön die Äuglein offen halten, was es hier so zu sehen gibt. Aber generell, ihr seht es schon hier, hier dieses Meilenwerk bzw. Classic Remis ist wirklich ein Mekka für klassische Porsche. Also wirklich sehr, sehr viel Porsche haben wir hier. Ah, und hier wird es jetzt nochmal interessant. Jetzt haben wir hier nochmal was Modernes. Zwei SLS, AMG, einen normalen und einen roten Black Series dahinter. Und ich muss sagen, der SLS ist wirklich in letzter Zeit im Wert explodiert, ja, falls ihr das mal so ein bisschen verfolgt habt vielleicht. Und Black Series ist wirklich gar nicht mehr zu kriegen, also wirklich ganz schwer nur noch zu kriegen. Und ja, deswegen freut es mich natürlich umso mehr, dass wir hier einen zu Gesicht bekommen. Ich werde euch den Wagen jetzt nochmal von vorne zeigen. Einen T1 Bus gibt es auch. Und dann haben wir hier noch einen KTM X-Bau und einen von mehreren Wiesmann Roadstern. Werden wir gleich auch noch einige sehen. Übrigens, was ich euch noch zeigen wollte,
Ich habe ja gerade schon gesagt, hier sind auch einige Werkstätten und es ist interessant, von hier oben könnt ihr in die Werkstätten reingucken. Ich zeige euch das einmal. Einmal gerade ein Porsche auf der Hebebühne. Hier unten steht noch ein Maserati. Ich muss wirklich sagen, es ist wirklich sehr schön gemacht hier. Auch zwischendurch hier überall, jetzt seht ihr das gerade nicht, kleine Lädchen und Stände, wo man auch Sachen kaufen kann. Wirklich cool. Ja, dann haben wir hier noch einen weiteren Wiesmann. Diesmal in Blau. Sieht auch sehr schön aus, muss ich sagen. Und ich habe euch ja gerade schon gesagt, hier stehen wirklich sehr viele Porsche. Ihr seht das schon, wenn man jetzt hier mal die Reihe runter guckt, alles Porsche. Aber wir haben natürlich auch noch was Modernes. Einen komplett schwarzen Porsche 918 Spyder mit passendem Kennzeichen auch. Düsseldorf VI 918. Einen von mehreren BMW Z8 haben wir auch noch hier. So, wir sind jetzt hier gleich am Ende schon in der oberen Etage. Zum Schluss kriegt ihr jetzt von mir nochmal einen Porsche GT3 RS zu sehen. Übrigens ein richtig, richtig krasses Auto, gefällt mir auch sehr gut. Obwohl ich ja wirklich sagen muss, ich bin nicht der große Porsche-Fan allgemein, aber der GT3 RS und der 918 Spyder, Daumen nach oben. So, wir begeben uns jetzt mal nach unten. Gehen hier die Treppe runter. Ich finde das auch sehr schön. Ihr könnt hier überall zwischendurch runtergehen. Sind mehrere Übergänge nach unten und Treppen. Und ja, wir gehen jetzt mal nach unten und schauen uns an, was es dort so zu sehen gibt, Freunde. So, und unten sieht das dann so aus. Wie gesagt, ihr habt hier mehrere Läden, ob es jetzt zum Beispiel der TÜV ist oder verschiedene Autowerkstätten, die hier ansässig sind. Und hier auf der anderen Seite sind dann nochmal die Glasboxen mit den Autos. Noch ein Wiesmann, also Wiesmann ist wirklich hier, sind einige Autos hier vertreten. Hier im Hintergrund, ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt, ich zeige es euch jetzt mal, wird übrigens die Fernsehsendung Automobil gedreht auf Vox, kommt jeden Sonntag. Ja. Die haben hier das Studio und ja, wollte ich ja nur mal anmerken. So, ich zeige euch jetzt noch mal ein paar von den Läden, die hier auch unten sind. Da gehen wir übrigens gleich noch rein in den Innenhof, wo auch noch mal gefühlte 5000 Autos stehen. Nee, Quatsch, Freunde, Spaß beiseite, aber es sind wirklich so viele, ich kann sie euch gar nicht alle zeigen. Hier vorne gibt es noch einen Ferrari F40, der darf natürlich auch in keiner Sammlung fehlen, in keiner Klassik-Sammlung, den zeige ich euch auch noch mal eben schnell. Der Klassiker.